Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram und in dem heutigen Ranked Game spiele ich Vega auf der Midlane. Ja. Wieder einmal mit meinem neuen Skin. Habe ich mich jetzt echt richtig dran gewöhnt. Oh, ich warte hier gleich mal. Und schön zu meinem Tower. Dann kann ich euch das weitere Team zeigen. Wir haben einen Jax auf der Toplane, Zac im Jungle, mich mit Vega, wie gesagt, auf der Midlane, Caitlyn als ADC und Jenna Support. Im Gegnerteam haben wir einen Ryze auf der Toplane, dann Warwick im Jungle, Cannon auf der Midlane, mein Gegner also, Lucian als ADC und Rakan Support. Jungler bis out Smite. Na gut. Bei uns hat der Jungler Smite. Und ich muss natürlich versuchen, erstmal über den Farm ins Spiel zu kommen. Zac im Moment ein extrem starker Jungler. Hoffen wir einfach mal drauf, dass das hier auch der Fall ist. Oh lol. So, juhu, mein erster Stack. Oh, ich wurde direkt mal vom Warwick markiert. Mal die E geskillt. Jetzt läuft er von dem anderen weg. Kann ich nur einen mit der Q last hitten? So, und ich glaube, man merkt es, hier kann ich leider gar nicht im Early so viel labern, wie ich das im Jungle gerne mal mache. Obwohl ich ja sowieso eher der ruhigere Spieler bin. Aber beim Farmen muss ich mich konzentrieren. Wenn man nicht so oft mit Lane spielt, ist das gar nicht so leicht. Ich habe den Mana-Rack auch nicht mitgeskillt. Also werde ich mir auf jeden Fall auch als erstes Morellos holen. So, da kommt er an wie Rambo. So. Okay, aber noch ist alles gut. Schon mal ein bisschen kassiert. Aber man merkt, ich kriege jetzt schon Mana-Probleme. Zumindest so leicht. Ich habe ja extra Teleport mit. So, 24 Stacks. Auto-Hit-Animation. Ja. Minion-Block. Oh. Haben sie schon den ersten Drake gemacht. Ein Cloud-Drake.
So, und das reicht für mein verlorenes Kapitel. Und wieder hin. Glaube ich mir mal eiskalt ein. Und Level 6. Vom Farm, wie schaut's aus? Ja, liege ich knapp vorne. Auch so. Okay. Oh, ich bin bis jetzt ziemlich zufrieden hier. Noch kein Kill gefallen. Alle aufs Farmen bedacht. So. Ein bisschen kassiert. Und schön weiter EQ maxen. Ah, reicht noch. Doch. Oh, oh. Ah. Und da haben wir sogar First Blood geholt. Und noch ein Assist. Nice, nice. Nice, nice, nice. Sehr schön gelaufen. So soll das natürlich weitergehen. So, ich max halt zweites die E. Machen ja auch manche anders. Au! Komm, aber... Komm, einer noch! Ah! Hol ihn dir! Boah, sehr geil getimed. Sehr, sehr schön. Nee, gebe ich erst nochmal zurück. So. Nehme ich die Boots und gleich mal einen übergroßen Stab. Dass da ordentlich Damage kommt. So, Teleport kann ich eh noch nicht nutzen. So, ja, ich hatte leider eben auch keine Ult, sonst hätte ich das auch überlebt. 120 Sekunden. So, mal in den Tower gepusht. Ich verliere der Cannon wenigstens einiges an Farm. Wie steht er denn überhaupt? Ich habe 10 mehr.
Ich brauche den Blau. Den Blau. Den Blue nicht unbedingt. Man darf halt nur nicht zu verschwenderisch mit dem Mana sein, dann ist das so ganz okay. Oh, schade. Klingelingeling. Na, oh, was willst du, Junge? Hat er mir jetzt so ein bisschen Angst gemacht? Da ist das böse Warwick. Und da war es das mit dem bösen Warwick. Nur runterporten würde jetzt auch nichts bringen. Hab schließlich keinen Blue Buff. Keine Ult. Was rede ich denn hier? Dammit. Oh oh. Magenta ist da. Kann ihn vielleicht noch schilden? Ich weiß es nicht. Doch, er kommt raus. So, jetzt reicht es aber erstmal für die Boots. Ja, komm. Jawohl. Botline runter, ich will nicht, dass sie den Tower kriegen. Jawohl. Haben wir schon mal den ersten Tower? Okay, Jax kommt. Na gut, lassen wir den platzen. Ich hatte ja gehofft, dass der ADC kommt. Boah, Hardcore-Lag. Oh oh. Doch, doch. Alles toll. So, erstmal Base. Na, fürs Morello reicht's noch nicht ganz. Aber egal. Halt. Das tauschen wir mal aus. Und dann gehe ich wieder auf meine Midlane. Ah, lol. Oh, Botlane. Ja, die geht jetzt wohl verloren. Da oben ist der Warwick. Ja.
So. 131 Stacks. Oh, was macht denn die Jenna da? Lebt sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Oh, oh. Okay. Da sind wir noch kennen. Und da ist er platt. So. Das sieht ja geil aus. Und springt da rein. Jo. Loi. Und da kommt er wieder raus. Coole Animation. Muss ich sagen, gefällt mir ein bisschen. Oh, ich gehe die Mitte weiter pushen. So. Da haben wir auch. Okay. Können wir eigentlich mal den Tower holen? So. Oh Leute. Die Tür hat jetzt keiner gesehen. So, erstmal wieder auf Minions warten hier. So, hat wieder gereicht. Und auch für ihn hat's gereicht. So, jetzt können wir ein Tor machen. Nur noch Rice übrig. So. Na gut, gehen wir erstmal raus. Ja, reicht für Rabadons. Hm.
Ab Teleport bereit, kann ich noch kurz hier warten? Oh lol. Unten reinporten wollte ich mich jetzt nicht. Okay. Gut, gut, gut. Das sieht mal richtig nice aus hier. Na, aber irgendwie will keiner die mit reinpushen. Doch, da kommt Kate. Oh, Rice da oben. Bye bye. Toll. Hat den Jenna-Ult gerettet da. Aber egal, das sollte es dann wohl gewesen sein. Ja, lass die beiden noch ein bisschen tanzen. Den wollte ich jetzt auch nochmal platzen lassen. Okay, und ich hoffe, das Game hat euch gefallen. Und wenn ja, schaut mal wieder rein. In diesem Sinne, bis bald, euer Ram.